Herzlich willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Tom Snor bei mir zu Gast. Tom ist der Direktor Security bei der A1 Digital. Herzlich willkommen, Tom. Danke für die Einladung. Tom, wie immer die erste Frage, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Vielleicht kannst du auch die A1 Digital vorstellen für alle, die die A1 Digital nicht kennen. Und was macht denn die A1 Digital? Ja, gerne. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Thomas Snor, Director Security bei der A1 Digital. Wahrscheinlich ist die A1 Digital den meisten noch nicht so geläufig, wie es sein sollte. A1 Digital ist Teil der A1 Gruppe, so wie auch die A1 Telekom Austria, der doch sicherlich sehr bekannte Mobilfunkanbieter. Was macht die A1 Digital? Die A1 Digital gibt es jetzt da seit knapp über 4 Jahren und ist entstanden im Prinzip aus der damaligen A1 M2M, die sich um die Themen Maschine-to-Maschine-Kommunikation gekümmert hat. Und die A1 Digital ist gegründet worden mit dem Ziel, Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Angefangen hat es eben, wie gesagt, mit Maschine-to-Maschine-Kommunikation und wir haben das Ganze in den letzten sehr stark ausgebaut, um eben Unternehmen die Digitalisierung auch so nahe zu bringen, dass sie auch tatsächlich einen Wert erkennen. Also im Bereich der Vertical Market Solutions, das ist das erste Produkthaus, was bei uns entstanden ist, haben wir zum Beispiel mit der Rail Cargo eine Lösung gebaut, wo wir an sich dumme Waggons so vernetzt haben, dass die Rail Cargo jetzt zum einen einmal weiß, wo sind ihre Waggons. Das haben sie vorher mal nicht gewusst. Aber sie haben eben auch durch die Sensoren, die wir verbaut haben, die Information, welche Temperatur hat so ein Güterwaggon, welche Beschleunigung hat so ein Güterwaggon, welche Bremswirkung. Und daraus kann man natürlich auch Rückschlüsse auf die Ladung machen. Wir schicken diese ganzen Daten alle in zentralisierte IoT-Plattform und dort kann der Kunde dann all seine Auswertungen machen. Mhm. Ein zweiter großer Bereich der A1 Digital ist das Thema Cloud. Wir haben vor 3 Jahren die Exoscale gekauft. Das ist ein Schweizer Anbieter von Infrastructure as a Service. Ist gebaut worden von Entwicklern, eigentlich für Entwickler. Wir hatten aber auch relativ rasch dort einen großen Kunden mit dem CERN drauf, was quasi die Exoscale dafür verwendet hat, ihre Berechnungen zur Entstehung der Welt mehr oder weniger zu machen. Und vor 2 Jahren, also ist schon ein bisschen länger her, Anfang 2018, hat die A1 Digital auch gesagt, wir müssen das Thema Security natürlich in der Digitalisierung auch einen höheren Stellenwert bringen und brauchen auch ein eigenes Produkthaus für Security, die zum einen sicherstellt, dass die Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, sicher sind, aber natürlich auch, dass wir unser Wissen auch unseren Kunden zur Verfügung stellen, wie sie sich selber absichern können. Und ja, dann bin ich gekommen und durfte dieses Produkthaus übernehmen und habe es von der grünen Wiese aufbauen können. Das Produkthaus Security ist ja der Grund, warum wir heute zusammensitzen. Wir haben ja vor noch nicht allzu langer Zeit jetzt endlich einmal es geschafft, gemeinsam ein Produkt auf den Markt zu bringen, dass wir dann, oder ihr habt das Produkt auf den Markt gebracht und wir versuchen jetzt gemeinsam das in den Markt zu bringen, sagen wir so. Das Produkt nennt sich Offensity. Mhm. Ich muss sagen, ich freue mich schon riesig drauf, dass wir endlich einmal wieder mal einen österreichischen Hersteller haben, der mit einem Security-Produkt auf den Markt kommt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen zu der Offensity-Lösung. Wie ist das entstanden und was macht Offensity? Da eins ist Innovation sehr, sehr wichtig. Und aus dem Innovationsgedanken beziehungsweise aus einer internen Kampagne ist die A1 an alle Mitarbeiter herangetreten und hat einfach Ideen gesammelt. Welche Lösungen kann man denn bauen? Welche Ideen gibt es in den Markt? Und der Gewinner in dieser Challenge war der Aaron Mollner mit seinem Team, der die Idee hatte, eine Lösung zu bauen, also eine SaaS-Lösung, die Kunden dabei unterstützt, Schwachstellen zu erkennen. Also welche Schwachstellen hat das Unternehmen auf allen ihren Services, die vom Internet aus erreichbar sind, weil es in dem Bereich eigentlich keine wirklichen Lösungen gegeben hat, die zum einen vollautomatisiert sind, die kontinuierlich sind und wo auch der IT-Admin das Ergebnis versteht. Also wenn man sich so die meisten Lösungen im Vulnerability Management anschaut, muss man doch schon ein sehr hohes Security-Know-how haben,
um die Ergebnisse eben auch zu verstehen und zu wissen, was muss ich jetzt eigentlich machen. Und eigentlich war die Idee, diese Lösung für wirklich kleinere Unternehmen zu bauen, weil die eben zum einen bei den bekannten Herstellern sehr höhere Kosten hatten und zum anderen konnten sie auch nicht wirklich damit umgehen. Und das Produkt ist dann halt in den letzten Jahren entstanden, immer mehr und mehr gereift. Und bis es halt jetzt schon seit längerer Zeit auch eine wirklich vollautomatisierte Lösung ist. Und ich bin wirklich sehr, sehr stolz, dass ich quasi das Team rund um den Aaron Mollner mit Offensity zur A1 Digital gebracht habe, wo wir dieses Produkt eben auch in den letzten 2 Jahren eben weiterentwickelt haben. Was bei einer SaaS-Lösung natürlich auch sehr, sehr interessant ist, das sollte nicht nur auf einen Markt fokussiert sein, sondern eine SaaS-Lösung bietet sich natürlich dazu an, dass man es auch in die Breite bringt und natürlich in andere Länder auch. Und da finde ich, ist Aero halt einfach ein super Partner, dass man da diese Lösung eben auch als österreichisches, europäisches Produkt auch in die breite, weite Welt rausbringen kann. Jetzt musst du uns aber erklären, was eine SaaS-Lösung ist, Tom. Eine SaaS-Lösung? Für alle, die das nicht wissen. Eine SaaS-Lösung ist eine Software-as-a-Service-Lösung. Also man braucht nichts installieren. Es ist eine Lösung, die in der Cloud läuft. Bei uns läuft diese Lösung auf unserer eigenen Cloud-Lösung Exoscale im europäischen Rechenzentrum. Also sie läuft jetzt bei uns in Österreich. Und der Kunde hat eben nichts zu installieren. Der Kunde muss nichts patchen. Der Kunde braucht sich im Prinzip um nichts kümmern. Sondern es ist eine komplett automatisierte Lösung, die der Kunde auch ganz einfach aktivieren kann. Der große Vorteil für unsere Kunden, für unsere Partner wird ja auch sein, dass diese SaaS-Lösung dann auf unserer Cloud Brokerage-Plattform der Aerosphere laufen wird. Das heißt, unsere Partner, unsere Kunden können dann in der Aerosphere einsteigen und dieses Service buchen, das dann von eurer Plattform ausgeführt wird. Und das soll möglichst automatisiert passieren, sodass es auch hier dann die Reporting-Funktionalität etc. für unsere Partner auf der Aerosphere geben wird. Ich denke, es ist ein wesentlicher Vorteil, wenn man von A bis Z das über Plattformen abwickeln kann. Man ist viel schneller, man spart sich sehr, sehr viel Papierarbeit. Genau. Und es wird effizienter. Aber vielleicht noch einmal ein bisschen im Detail, was macht denn Offensity für einen Kunden? Du hast gesagt, das ist auch für kleinere Kunden gut oder möglich. Vielleicht kann man die Kunden, die Klientel ein bisschen mehr konkretisieren. Für welche Kunden ist das wirklich ein gutes Produkt? Welche Kunden sollten sich das ansehen? Und wie funktioniert denn so, wenn ich jetzt Offensity kaufe oder buche? Was macht das Ding denn dann? Also die Kundenfrage ist eine sehr gute. Ich sage mal, es gibt nur wenig Kunden, die es nicht benötigen können. Also wir haben wirklich kleinere Kunden, wir haben Softwareentwickler, die unsere Lösung verwenden. Es gibt aber auch große Kunden wie eine Red Bull, die Offensity verwenden. Da kann ich dann nachher auch noch dazu sagen, wir haben Offensity auch weiterentwickelt fürs Enterprise-Umfeld. Aber was macht Offensity jetzt eigentlich? Also der erste Schritt, um Offensity zu aktivieren, ist im Prinzip, man gibt seine Domain ein. Also du hast jetzt ja zum Beispiel die Domain aero.com und was Offensity macht, ist einmal zu identifizieren, welche Subdomains, welche Lösungen, also welche Services sind von aero.com eigentlich erreichbar. Und das wird im Prinzip einmal alles automatisch discovered und ist im Portal ersichtlich. Und das hat schon einmal den großen Vorteil, wenn man einen IP-Range scannt, dann scannt man im Prinzip ein Datencenter oder 2 Datacenter, je nachdem, wo sich diese IP-Adressen befinden. Wenn man auf die Domain geht, identifiziert man natürlich auch Lösungen oder Services, die jetzt schon in der Cloud sind. So, wenn ich jetzt mit Offensity anfange, die Domain zu scannen, kenne ich alle Subdomains und alle Assets, die über diese Domain erreichbar sind. Die sind dann im Portal ersichtlich, der Anwender weiß, welche Subdomains habe ich. Viele sind dann auch einmal überrascht zu sehen, wie viele sind es. Man sieht auch quasi über die IP-Adressen, sind vielleicht Services schon in der Cloud und der Administrator wusste gar nicht, dass die Development-Mannschaft schon ein paar Services zum Beispiel auf die Azure oder AWS oder sonst irgendwo hingelegt hat und hat da mal einen guten Überblick. Das ist im Prinzip einmal ein ganz klassisches Discovery. Was wir allerdings schon auch immer benötigen von Kunden, ist eine sogenannte Permission to Attack, weil wir dann eben auch intrusive Tests machen. Also der Aaron, der diese Lösung entwickelt hat,
der kommt sehr stark vom Pentesting. Der war auch, hat, ich glaube, 2017 oder 2016 war es, hat er, glaube ich, die European Cyber Security Challenge gewonnen. Also er kommt eigentlich vom klassischen Penetration Testing und hat sich eben gedacht, wie kann ich im Prinzip mein Wissen, wie kann ich das, was ich manuell mache, in eine Software gießen, die das dann automatisiert und kontinuierlich macht. Und wenn ich diese Permission to Attack signe, dann sucht diese Lösung mit den Scan-Modulen, die sie hat, angereichert auch durch das Wissen von klassischen Hacken, überprüft eben diese Software dann all die Systeme, die erkannt wurden, nach Schwachstellen. Und was hier eben auch wichtig ist, und das versuche ich auch immer wieder zu betonen, wenn ich über Offensity rede, wenn ich heute Schwachstellen erkenne und heute meinen Scan fahre und ich erkenne Schwachstellen, kann es ja sein, dass es am nächsten Tag oder am übernächsten Tag schon wieder neue Schwachstellen gibt. Deswegen ist es hier wichtig, dass ich immer einen kontinuierlichen Scan mache und das tut Offensity und zeigt eben diese Ergebnisse auch an. Und man kann auch im Portal, kann man wirklich im Tagesrhythmus quasi zurückmarschieren und sieht, welche Schwachstellen sind erkannt worden und habe ich diese Schwachstellen eigentlich schon gelöst, habe ich da schon Patches eingespielt, dass diese Schwachstellen quasi nicht mehr ausnutzbar sind. Also das ist ein Service, das man abonniert, das permanent läuft und immer wieder checkt, wie ist mein Security-Level, genau. Wie geht es meinen Devices, die auf der ganzen Welt verstreut ja sein können, genau. Irgendwo in irgendwelchen so ist es. Und ich sehe hier in diesen Reports all meine Services, die gescannt worden sind, sehe, welche Ports sind erreichbar, welche Services laufen dahinter, ist es jetzt SSH, Web, was auch immer, und gibt Schwachstellen dahinter. Kann man zum Beispiel, ist zum Beispiel ein schwaches Passwort genommen, gesetzt, ist eine Schwachstelle in irgendeinem Webmodul drinnen und das wird halt eben aufgezeigt und eben im Reporting so dargestellt, dass es eben einen sinnvollen Hinweis gibt, was gemacht werden soll. Das ist natürlich auch wichtig. Wie weiß denn Offensity, welche Schwachstellen es gibt? Also wir verwenden hier eben unterschiedlichste Module. Zum einen verwenden wir Open-Source-Lösungen und Open-Source-Module natürlich auch, um quasi klassische Schwachstellen zu erkennen. Aber wir haben eben auch viele Module selbst entwickelt, die wir auch stetig weiterentwickeln, um eben auch hier Schwachstellen zu erkennen. Jetzt hast du gesagt, du willst uns noch was über den Enterprise-Schutz erzählen oder über Enterprise Security? Genau. Also das ist etwas, was wir als A1 Digital direkt anbieten. Also wir hatten diese Lösung dann nachher Offensity Red genannt, also wo wir halt immer dieses kontinuierliche Scanning am Laufen haben. Aber mit dem Kunden auch 4 bis 5, je nachdem, was der Kunde benötigt, manuelle Penetration-Tests dann eben auch machen. Also zum Beispiel der Kunde hat regelmäßige Software-Rollouts und möchte dann diese Software auch tatsächlich manuell gecheckt haben. Das ist dann im Prinzip alles in dieser Lösung drinnen. Was aber auch zeigt, gerade für eure Partner ist es eben auch wichtig, dass diese Lösung natürlich auch selbst anbieten können, dass sie Offensity als Teil ihres Offerings eben auch verwenden können. Also den Kunden zu sensibilisieren über Schwachstellen, einmal aufzuzeigen, wo liegen denn die Probleme eigentlich. Das ist ja das wesentliche Geschäft unserer Partner auch. Genau, oder wenn eure Partner auch einen Managed Service anbieten für eure Kunden und damit eben auch zu einem großen Teil für die Sicherheit der Kunden zuständig sind, ist es natürlich für den auch wichtig zu sehen, greifen eigentlich auch die Firewall-Rules, die ich geschalten habe, greifen das Patch-Management, gibt es da irgendwas Neues, muss ich da handeln? Also sicherlich auch eine sehr gute Erweiterung des bestehenden Services. Jetzt hast du ja sicher schon vieles gesehen aus diesen diversen Scans, die ihr schon gemacht habt bei Kunden. Was sind denn da so die Stilblüten, die man so sieht? Naja, die Stilblüten, also im Prinzip die Klassiker schlechthin, Systeme, die seit Jahren nicht gepatcht werden. Wir prüfen auch auf sehr einfache Passwörter. Ist auch immer interessant, welche Passwörter das dann noch immer verwendet werden. Ja, generell ist halt die Sensibilisierung, wie Systeme, die vom Internet aus erreichbar sind, nicht so ausgeprägt, wie sie eigentlich sein sollte. Also man findet eigentlich relativ rasch. Also, mir hat der Aaron Molnar hat mir mal gezeigt, eine Liste der WordPress-User, die... Ja, das ist eine ganz klassische Fehlkonfiguration ja eigentlich. Also das ist ja etwas, was Offensity hier eben auch erkennt, dass man, wenn man WordPress nicht richtig konfiguriert hat, dass man dann auch gleich einmal eine Liste aller User sieht.
Und das ist natürlich für Angreifer natürlich schon einmal ein schöner Startpunkt, sage ich einmal, um da weiter vorzudringen. Offensity lizenziert ja nach Domains, das haben wir glaube ich schon gesagt, ist ein Genau. monatlicher Service. Was empfiehlst du denn einem Kunden? Wie oft sollte man sich denn so einen Report dann wirklich ansehen und dem nachgehen? Oder sagen wir mal so, wahrscheinlich gibt es zwei Paar Schuhe, das eine ist die IT und das andere ist die Geschäftsleitung. Wie oft sollte man denn aus deiner Erfahrung heraus ein Auge drauf haben, damit, dass die Systeme halt up to date sind? Ja, also ist eine gute Frage. Also eigentlich sollte man jetzt sagen, ständig, ne? Wenn es kontinuierlich läuft. Also vor allem, wenn man sollte es auf jeden Fall mal in der Woche, sollte man es auf jeden Fall mal anschauen. Also, oder eigentlich täglich sollte man mal reinschauen, hat Offensive jetzt was Neues gefunden. Aber speziell, wenn es irgendwelche größeren Schwachstellen gibt, die bekannt werden, dann sollte man auf jeden Fall mal reinschauen, bin ich von dieser Schwachstelle betroffen. Also es gibt ja immer wieder, sei es jetzt von Microsoft, Citrix oder von allen Herstellern, gibt es immer wieder Schwachstellen, die publiziert werden. Und spätestens dann sollte man mal reinschauen, wenn man weiß, dass man so eine Lösung einsetzt, habe ich da diese Schwachstelle auch oder nicht. Okay, also gewisse Regelmäßigkeit sollte Also man ja, an Regelmäßigkeit den auf Tag jeden legen. Fall, ja. Okay. Und es dauert ja nicht wirklich lange. Also ich gehe auf die Webseite, es ist ein wirklich sehr, sehr einfaches GUI. Und ich sehe meinen Report und sehe, welche Schwachstellen habe ich. Außerdem, wie ich vorher gesagt habe, man kann ja auch in die Vergangenheit gehen und kann auch sagen, okay, welche Schwachstellen wurden schon erkannt und wurden diese jetzt eigentlich auch schon gelöst. Also das kann ja auch quasi den Reifegrad der Firma immer wieder erhöhen, dass ich eben auch ein vernünftiges Patch-Management habe und tatsächlich die Schwachstellen fixe, die auch von außen sehr leicht ausnutzbar sind. Was ich noch anführen möchte, ist, dass es für jeden Kunden im Zuge unserer Partnerschaft die Möglichkeit gibt, Offensity zu testen, Genau. auch einen gewissen Zeitraum das kostenfrei zu testen, einmal zu sehen, die ersten Scans zu machen und zu sehen, wie funktioniert das Ding. Findet das überhaupt was aus meinem Netzwerk heraus? Weil ich glaube, nur wenn man es sieht oder in dem Fall angreifen kann in Form eines Reports, dann merkt man auch, wie gut die Lösung ist und was die Lösung eigentlich Genau. Also jedem Unternehmen bringen kann. Zum einen, wie du richtig gesagt hast, gibt es hier gratis Trials für einen Monat, die man hier nutzen kann, um sich einfach mit der Lösung anzufreunden. Das ist einmal das eine. Man kann sich aber auch im Prinzip, es gibt auch so Dashboards, die man sich anschauen kann. Was sehe ich denn da überhaupt? Und wie teilt sich das eigentlich auf? Die Lösung ist wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Das war immer eines der Grundprinzipien, dass man es halt wirklich rasch versteht, dass man jetzt nicht irgendeine Oberfläche hat, wo ich Ewigkeiten Training braucht, dass ich die Oberfläche verstehe, sondern man kommt wirklich rasch zum Punkt und man kommt rasch zu den Informationen, die ich benötige, um zu wissen, habe ich jetzt Schwachstellen oder nicht. Ja, Tom, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Es ist das erste Mal in einer neuen Rolle, haben wir ja vorher schon gesprochen, Genau, oder? genau. Du hast ja die Seiten gewechselt, ja, vom Security-Verkäufer zum Lösungsverkäufer, Vom Kunden vom Kunden zum alles Lieferanten, haben wir schon ja. alles gehabt eigentlich, Ja. ne? Na, ist sehr gut, freut mich sehr. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Lösungen gut in den Markt bringen werden. Ich glaube auch, es gibt einen absoluten Bedarf dafür Auf jeden im Fall. Markt. Und die internationale Aktivitäten der A1 Digital, die passen, glaube ich, auch sehr gut ins Konzept der Aero. Wir werden das Produkt ja in erster Linie mal im deutschsprachigen Raum Genau. launchen, also Deutschland, Schweiz und Österreich. Und dann stehen ja alle Türen offen, Genau. um weitere Länder da aufzuschalten und in weiteren Ländern das zu machen. Das bringt mich vielleicht auf die letzte Frage. Das Ding ist ja auch mehrsprachig, Wir haben oder? es im Moment haben wir es auf Deutsch und Englisch, genau. Genau. Also auch hier gibt ja auch viele internationale Kunden, die Kunden unserer Partner sind, für die das dann vielleicht auch interessant ist, das zu verwenden. Ja, also das ist auf jeden Fall wichtig, genau. Abschließende Frage natürlich. Abseits der Security-Lösung, abseits des Geschäfts, was viele interessiert, wer ist denn die Person Domsnor? Was macht denn der Domsnor sonst noch?
Was macht der Thomas nur sonst noch? Prinzipiell bin ich mal froh, dass ich einmal wieder mein Homeoffice verlassen habe können, weil ich doch, wie gesagt, seit Ende Oktober im Homeoffice war. Ja, ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie, gehe gerne Skifahren. Handball ist schon seit ich klein bin meine Leidenschaft und habe die auch an meinen Sohn weitergegeben. Versuche, dass ich jeden Tag in der Früh mit meinem Hund laufen gehe. Da bietet sich das Homeoffice natürlich an, wenn man dann auch nicht nach Wien fahren muss, ist das natürlich super, da spart man sich Zeit und kann laufen gehen. Ja, weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll zu meiner Person. Man redet so gern über sich selbst, ne? Ja, das ist schon mehreren zugegangen. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber wie gesagt, ich mache gerne Sport, speziell alles, was mit Skifahren und der Natur zu tun hat. Handball bei mir geht dann selber nicht mehr, weil Knie kaputt ist, was glaube ich der eine oder andere Handballer trägt, dieses Schicksal. Ja, und Familie und Mensch halt. Super, danke vielmals, dass du bei mir zu Gast warst. Hat Spaß gemacht und ja, auf Danke für die gemeinsame Einladung. Erfolge dann. Auf jeden Fall. Dankeschön. Danke dir.